Jo, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf diesem Kanal. Heute zeigen wir euch den Six Step auf dem Eis. Bei Step 1 stellt ihr euch so auf, dass Füße und Hände gleichzeitig auf dem Eis sind. Die Füße etwas weiter als schulterbreit aufstellen und die Hände schulterbreit aufstellen. Bei Step 2 kommt der rechte Fuß nach vorne und wird dort aufgesetzt, wo die linke Hand war. Bei Step 3 hakt sich der linke Fuß in die rechte Kniekehle ein. Dabei verlagern wir unser Körpergewicht auf die rechte Hand. Bei Step 4 geht der rechte Fuß, also unser Haken, nach vorne raus und wir müssen jetzt einen Wechsel machen. Das heißt, von der rechten Hand auf die linke Hand springen und dabei die Beine wechseln. Bei Step 5 haken wir uns nun mit dem linken Fuß im rechten Fuß ein. Bei Step 6 geht unser rechtes Bein, also das eingehakte Bein, zurück auf ungefähr der Höhe von der linken Hand. Bei Step 7 müsst ihr einfach nur noch euer linkes Bein, was vorne ist, zurück auf die Ausgangsposition ziehen, sodass ihr wieder mit allen vier Punkten auf dem Eis seid, also mit beiden Füßen und mit beiden Händen.